So, werte Geist und Geiserinnen, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Together Dead Space 3 DLC Awakened. Yeah, mit Bolias, huhu. Moin, sind wir besser. Geil, wir sind auf der Suche nach dem Schockantrieb, haben ihn gefunden, trauen uns aber nicht mehr so richtig zu bewegen. Ihr seht, hier wurde eine fette Party gefeiert, eine fette Party mit abgetrennten Händen und Altären und Markern aus Klebestreifen und roten Klebestreifen. Na, das, was man braucht, ne? Das, ja, Party hart halt, ne? Es ist einfach eine tolle Sache. Und da hinten ist noch eine Verbesserung. Und wir werden jetzt mal sehen, was passiert. Wir haben Visionen, also es lohnt sich eigentlich... Oh, Schadensbuch, den muss ich mitnehmen. Es lohnt sich nicht wirklich zusammenzufassen, Freunde. Ihr wisst, ich habe es uns sehr gerne immer zusammengefasst, aber es geht eigentlich nicht. Es geht nicht. Also DLC-Parts muss man so sehen. Ich kann es unmöglich zusammenfassen, dass es ansatzweise verständlich oder auch nur ansatzweise so krank wäre, wie das, was hier passiert ist. So, wenn ich jetzt noch in der Lage wäre, diesen Schadensboost aufzuheben, dann wäre ich so glücklich. So, da ist er. Hast okay, ich gehe mal hin. Ich folge dir. Ich habe so ein kleines, unglückliches Gefühl. Okay. Oh, ich bin wieder in Nerven drin. Ich sehe wieder irgendwelche Marker. Ja, ich auch. Ich muss hier irgendwelche Viecher töten. Okay. Ja, ich bin wieder in dieser Markerwelt. Ah, okay. Dann mach mal hinne. Ich muss da lang. Oh, shit. Oh. Typ mit Messer. Typ Murat. Murat macht mich Messer. Shit. Okay, das ist hier das, was ich letztes Mal erzählt habe, wo der Typ in der Mitte steht. Ne, jetzt steht er nicht mehr in der Mitte. Jetzt begehrt er auf jeden Fall den Isaac. Oh, shit. Oh, sie begehren den Markerkiller. Oh, Mann. Shit, Alter. Boah, das ist eine Mischung aus Slenderman und Outlast. Und noch mehr? Ey. Der Marker. Er glüht. Was? Marker, er glüht? Was? Ah, ich kann angreifen. Ja. Oh, jetzt bin ich mit Marker zerstören, dann, Digga. Okay, der Marker wurde. Zeigen Sie uns den Weg zu ihr, der Isaac. Kommt bei mir und nichts mehr. Boah, okay. Hast du es gehört? Nee. Der Typ hat zu mir gesagt, zeig uns den Weg zur Erde. Scheiße. Das heißt, wenn wir fliehen, nehmen wir sie mit oder wie? Scheiße. Ja, ist jetzt die Frage, was ist der Typ? Ich glaube fast, es waren eher die Monde. Ich glaube, der Typ ist ja nur so eine Art Medium, dann, wenn überhaupt. Scheiße, Mann. Oh, das gefällt mir nicht. Schockantrieb. Den haben wir zumindest. Okay, wir haben ihn. Gehen wir. Wir gehen nicht zurück. Ja. Doch, das werden wir. Wenn einer von uns zurückkehrt, werden sie folgen. Wir müssen den Shockpoint-Antrieb zerstören. Ganz sicher nicht. Wir gehen jetzt zum Reaktor, damit wir dieses Ding installieren können. Wir bringen ihn zum Reaktor, ja? Und dann werfen wir ihn rein und zerstören dieses Schiff. Niemand fliegt zur Erde, Carver. Niemand. Ach ja. Das werden wir noch sehen. Oh, was denn du? Nö. Ja, machen wir noch eine Wendung, eine Negativwendung zwischen den Hauptcharakteren. Ist ja noch nicht abgefuckt genug hier alles. Ey. Erst haben wir es so gut verstanden. Ja, Mann, dann jetzt sowas. Wir müssen wieder in irgendeine Alien-Ruine und über unsere Gefühle reden. So. Ach, ja, aber ne, ich hab's ja nicht gehört, so gesehen, ne? Ja, rein theoretisch weiß es nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich dir das jetzt nicht... Ja gut, ich hab ja gesagt, werden sie folgen, ne? Aber dass ich das jetzt gerade nochmal so direkt gesagt bekommen habe. Hier liegt der Hut noch von dem Country-Typen. Cool. Bam! Ja, jetzt liegt er dann nicht mehr. Keine Ahnung, ist plötzlich verschwunden, Alter. Ich weiß nicht, warum. Ja, wir müssen runter sicherlich, ne? Okay. Okay, ich weiß noch nicht genau... Nein. Welche Rolle dieser Ober-Alien-Typ spielt? Ob der jetzt ein Crazy Guy ist, ob der einfach ein inkarnierter Alien wird er nicht sein. Aber er ist doch gar nicht schon berührt worden. Er ist auch gar nicht verwandelt oder so eine Scheiße. Eigentlich ja nicht, ne? Aber wer weiß. Diese Mondkraft, wenn die jetzt alle wirklich aktiviert sind, dieses Netzwerk, wer weiß, was die für Kraft haben. Ich meine, es sind fucking Monde, die Planeten fressen, also. Da ist vielleicht eine kleine. Oh, shit! Oh Gott! Fick dich, Alter, ne? Ne. Ist nicht sein beschissener Ernst. Oh, sowas geht gar nicht. Oh Mann, das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ah, du dummes Stück Scheiße, Mann. Fixer, Alter. Alter. Oh mein Gott, ey. Oh, shit. Okay, hoffentlich direkt nochmal. Okay. Alter. Also, nee. Nein, wie viel haben wir schon? 4 Minuten 30, das ist scheiße. Okay. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Was? Hä? Ach gut, bei dir ist wieder irgendwas durchs Bild geflogen, okay. So. Ich mach wieder auf. Ja. Diesmal bin ich, glaube ich, prepared. Okay. Hier kommt jetzt noch was, 100%. Ja, weil hier die ganze Zeit nichts kam. Ja, jetzt eben, gehen wir, Alter, hier zurück. Jetzt haben wir auch den Antrieb. Jetzt müssen sie uns ja aufhalten. Jetzt haben sie ja Zugzwang eigentlich. Aber sie wollen doch nicht uns aufhalten.
Ja, das ist jetzt die Frage, inwieweit die religiösen Spastis da nicht wirklich jetzt nur auf Märtyrium und Konvergenz und Hauptsache Feiern ausgelegt sind, ob die in den Särgen drin sind. Meinst du, sie haben sich eingeschlossen, damit sie sich hier so nah wie möglich denen fühlen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Das ist das eigentliche Problem. Warum? Ach, wir müssen ihn rufen. Oh, oh shit! Ah! Der Himmel wird sich Gott, schon wieder geballert, wie Sau. Sie emporziehen, sie werden verschlungen. Wieso komm ich zur Seite? Eins mit ihnen. Vollendet die Kirche. Vollendet dieses Schiff und führt uns heim. Macht uns vollkommen. Hat Teil 3 und ein DLC gebraucht, das macht uns ganz Sie irren Sinn. Sich. Was? Isaac, ihn hat man auf der Ishimura ins Hirn geschissen. So oder so, ich werde diesen Shockpoint-Antrieb installieren. Ich lasse nicht zu, dass Sie Ellie töten. Als Sie als Danix Geisel sterben sollte, war es Ihnen egal. Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Es war überhaupt erst Ihre Schuld, dass die Monde erwachten. Ach ja? Arschloch. Mann, warum? Mann, ich habe jetzt wieder so ein bisschen Angst, Türen zu öffnen. Auch in so einem Moment, ich habe wirklich bei jeder Tür habe ich dran gedacht, an die Scheißtür mit diesen Schädelsturmviechern da in der Bonusmission, wie selbst die Tür kam und ich locker 10 Jahre meines Lebens verloren habe durch diese Aktion. Aber in dem Moment, wo man es vergisst, exakt in dieser Sekunde, bam. So, pass auf jetzt, bam. Nee, natürlich nicht, ich habe ja auch eben drüber gesprochen. Wissen die ganz genau, die Schweine. Oh Gott, Alter. So. Ich muss erst mal alles abgucken. Ja, Mann. So wie ich in Mathe. Okay, da unten waren wir. Ja. Sind das unsere Schritte? Ja, okay. Ey, die werden aus den Särgen springen, Mann. Ich riech das doch. So, ich glaube die... ich sag's lieber nicht, sonst wird es wirklich wahr. Oh, shit. Ey, ich würde mir ja gern mal so einen Dead Space Speedrun angucken. Aber blind, Alter. Wenn sie die Türen aufmachen und durchsprinten, ey, sowas könnte ich gar nicht. Würde ich mich selber mit töten. Hinter jeder Tür könnte jetzt auch so eine schwule Vision von dem Typen kommen. So zum Beispiel. Du sagst es auch noch. Ah, jetzt stehe ich hier mitten bei dem Spawnpunkt oder was? Aber es ist. Wow, wow, wow. Medipack. Holy shit. Aber es ist nicht der Typ gewesen. Es sind normale Spastis. Verstehe den Zusammenhang noch nicht. Was genau die vor allem derart realistisch auslösen lässt. Wir kämpfen ja, ist ja real. Wir verlieren ja Munition. Wir verlieren ja auch Leben. Bin jetzt nicht so psychisch geschult, ob man durch psychische Schäden und Schocks wirklich sich selber umbringen kann. Allein damit, weil man es spinnt. Ich glaube mal spontan nicht. Aber ich höre schon wieder Sucherbots. Ja, aber nur ganz kurz einmal. Hier sind sie. Lel. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Ach, da. Wo bist du? Dieser riesige Raum. Oh Gott. So. Ich höre einfach nichts und es ist auch rot bei mir. Okay. Hä? Die Anzeige war rot. Die Anzeige war rot. Ja, ich kann ihn trotzdem absetzen. Okay. Ja, warum nicht? Ich nehme mal meine andere Waffe. Nee, lieber nicht. Nee, ich brauch schnell. Ich hatte Bock, aber nee, so nicht. Ah, so. Wir müssen ja jetzt ganz zurück, ne? Ja. Weißt du noch die zwei vom Fahrstuhl? Nee. So, hier hatten wir ja eigentlich schon eine Vision. Ne? Leute. Dead Space Entwickler. Wir hatten schon eine. Ja? Wir kennen das hier. Geht dir das noch ein, bitte? Ja, Alter. Ich versuch's. Finde ich gut. Find ich versuch's gut. Einfach. Das bringt nichts. Oh Gott. So. Wahrscheinlich ist echt nichts. Wir stellen uns einfach nur an, ey. Bis zum Schluss passiert jetzt nichts mehr. Ja, bis zum Schluss wird jetzt nichts mehr passieren. Zum Beispiel, wenn ich diese Tür öffne, wird definitiv nichts passieren. Ja, sag ich doch, wusste ich. Sehr gut, dass du recht hast. Ja, immer. nur einen Weg? Nee, doch. Oh, da steht er doch. Wo? Das Vieh hier. Ach, ich will das nicht, Alter. Shit. Oh, shit, den hatten wir aber eigentlich auch schon. Oh, ich will nicht. Oh! Ah! Lebt es? Kacke! Ja, es wird schlimmer. Kommen Sie mir lieber nicht in die Quere. Ich will sie nicht erschießen müssen. Alter. Versuchen Sie es, der Arschloch. Wenn es sein muss, mache ich sie fertig. Es ist witzig, aber es ist doch voll schlimm. Was los? Geht, ey? Oh Gott. Fertig, Arschloch. Was war denn das? Hast du auch gehört? Ja. Ja. Das muss ja außen am
Flugzeug gewesen sein, oder? Ist uns schon mal einer in Fahrstuhlsprung? Alter, ich dachte. Brüder und Schwestern. Ah, das ist der nicht. Ah, nein, da gehe ich nicht raus. Wieso gehst du da nicht raus? Ich bleib hier im Fahrstuhl. Zwei. AFK. Ja, los, komm. Denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten. Was denn du? Haben sie sabotiert. Hä? Ihretwegen sterben wir. Drück. Aber... Ah, jetzt. Aber fürchtet euch nicht. Okay. Aber hier ist nichts zum Glück. Ist uns schon mal was in den Fahrstuhl gesprungen? In den Fahrstuhl? Glaube ich nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Da sind halt immer noch Lüftungsschlitze. Die werden sich Fragen gestellt haben, was haben wir noch nicht gemacht in Dead Space 3? So, wir müssen mal gucken, wo genau wir hin müssen. Reaktor. Boah, fuck, ich sehe hier gar nichts gerade, Alter. Nicht? Muss mich konzentrieren, Reaktor bringen. Ja, aber wo ist denn der Reaktor, Alter? Kannst du den nicht auswählen hier? Ne, Bugstation und so war da, aber... Nicht als Menschen. Ja, dann Bugstation, oder? Ja, wir sehen es ja dann. Wir müssen nach vorne, wie es aussieht. Und wir fahren nach hinten, ne? Wo siehst du denn, dass wir nach vorne müssen? Mein Wegpunkt ging, glaube ich, nach vorne. Ach so. Das aber rein theoretisch war das Schiff ja hinten, ne? Also eigentlich... Ich weiß es nicht. Ich finde es aber gut, dass wir, wenn wir falsch fahren, frisst das Zeit. Das ist auch schön. Nee, ich glaube, wir sind von hier gekommen, ne? Ja, das ist so. Nächster Halt, Cargo Operations. War das beim letzten Mal auch so? Ich habe keine Ahnung. Ne, wir sind tatsächlich falsch. Müssen wir ganz nach vorne. Okay. Okay. Dann das heißt zur Achternstation, ne? Geht gar nicht? Komme ich gar nicht. Achso, man muss sicherlich eins nach dem anderen, ne? So, okay, Mittelstation. Eine Shuttle-Party ist lustig. Eine Shuttle-Party ist schön. Ja, schön, dass es wieder runterkommt. Ja, Mann. Ah, oh, toll. Ah, oh, schön. Stylisch ist das. Oh, ein schönes Spiel, du. Junge, Junge. Toll, toll. Am besten haben wir den ja, jetzt geht's hier ja drin. Noch, ne? Der kommt jetzt hier gleich als Vision. Freue ich mich schon. Ah, toll, 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 toll. Aber man sieht hier auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas außen dran geballert ist. Oder angedockt hat oder sowas. Bei diesem Sound, okay. Dieses Leute laute. Ey, Kram. Ja, Mann. Oh, es reicht. Ah! Hör auf mal mit deinen Prognosen, ey. Nächster. Oh! Oh Gott. Das Zeitalter der Menschheit. Dennig, ah! Ich glaube, du musst doch mal drauf. Ich ja, dachte, du hättest das schon. Gott, ist so gefährlich, aber einfach. Ich habe einen Adapter gebaut, der den Shockpoint-Antrieb mit dem Reaktor koppelt. Wir dachten, dass wir genug Energie erzeugen können, indem wir den Reaktorkern übersteuern. Ich schätze, wir werden es nie erfahren. Der Wahnsinn hat uns auseinandergerissen. Wir hörten auf, einander zuzuhören, zusammenzuarbeiten. Traurig, dass mein Glaube mich mein ganzes Leben begleitete und mich dann kurz vor meinem Tod verlässt. Es gibt keine Hoffnung auf eine Zukunft. Keine Wiedergeburt. Nur den Tod. Für uns alle. Okay. Was nächster ist das Halt, denn? Konstruktion und Reparaturen. Siehst du den Typen da drin? Ja, Mann. Bitte Speicherpunkt. Okay. Speicherpunkt, Freunde. Ja. Oh Gott. Das ist schön und das ist vor allem allgemein ein guter Abschluss, weil wir genau hier bei den letzten drei Parts auch aufgehört haben. Also so, ne? Mit vor so einer Tafel und hier erzählt auch keiner. Zumindest nicht so laut. Toll. Ich find's auch schön, wie du dich nicht mal raustraust. Nee, ich bleib Arschloch. Freunde, das war's soweit mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten dann auf dem Weg zum ja, Schockantrieb einbauen ist falsch, weil eigentlich wollen wir das ja nicht. Oder du willst das, ich nicht. Wir werden nebenbei von Psycho-Sachen verfolgen. Keine Ahnung. Es bleibt spannend, Freunde. Bis dahin, wir verabschieden uns. Haut rein. Tschüss. Tschüss.